Einen wunderschönen guten Morgen und weiter geht's mit Saw. Ja, ich wollte euch zuerst zeigen, dieses Kapitel ist jetzt das vierte Kapitel. Heißt Oswald, also heißt es, wir müssen jetzt Oswald retten, weil wir davor jetzt Melissa gerettet haben. Darf ich vorstellen? Melissa. Hi Melissa, sag hallo Melissa. Na, sie ist ein bisschen schüchtern. Aber. Oh. Mit wem redest du da? Ich bin hier drüben. Na gut. Scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Kommst du jetzt mit? Ja, du kommst mit. Lecker, lecker. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, und ich habe auch gelesen, dass es irgendwie 7 Kapitel oder so geben müsste. Also habe ich noch ein Stückchen vor mir. Komm mit, komm mit. Gut. Es ist so gruselig hier. Wow. I'm sorry, David. You deserve this. He said if I made it this far, I could choose to leave. I'm leaving. And I am. I'm not sorry. Goodbye. Okay. Wir haben nicht gerade das Glück bei Frauen. Schon die zweite, die uns verlässt. Naja, schade. Du verlierst schnell deine Freunde, Detective. Aber hast du die Botschaft schon begriffen? Welche Botschaft denn? Dass ich schwul bin und. Na egal. Versteht ihr, dass Frauen mich nicht mögen? ja. Gemälde sind hier. Kann man da was erkennen? Was sind das? Insekten? Oder was ist denn das? Eine Wirbelsäule? Ach, ich habe keine Ahnung. Was sieht man hier? Das ist. Verstehe ich nicht. Na egal. Ein roter Stuhl. Okay, scheint nichts Gefährliches hier zu sein. Und hier? Boah, diese Geräusche. Gasfallenpläne. Gasfallenpläne. Ja, jetzt habe ich sie aufgehoben. Jetzt kann ich sie anscheinend zusammenbauen. An diesen Maschinen. Okay. Gibt es hier sonst was? Nein. Um jede Wette, dahinter ist eine Falle. Und zwar diese mit dem Tastendrücken. Nein, ist es nicht. Oh, verdammt, diese Geräusche. Hört ihr das? Okay, gehen wir hin. Holen wir uns den Baseballschläger. Süß. So. Haha. Huh, war das schwer. So. Hallo? Ich schiebe mir das zur Seite. Oder, ja, zu uns. Und öffne die Tür. Und leben noch. Okay, nächstes Rätsel. Da ist ein Puzzleteil. Muss ich jetzt dadurch wieder... Oh! Du bist ein gebrochener Mann, Detective. Ebenso wie der Mann, der am Ende der Station eingesperrt ist. Der deinen Ruf Stück für Stück ruiniert hat. Willst du ihm helfen? Dafür musst du einige Puzzleteile finden. Setze sie zusammen und du bist der Lösung. Wie man mich fängt, ein Schritt näher. Das Spiel ist gefährlich. Ja, das Spiel ist gefährlich, Detective. Aber das sind die besten Spiele immer. Naja, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ist das der Typ von Prototype? Mein Gott, wen Jigsaw hier alles gefangen hält. Wir hatten schon Ezio Auditore, jetzt haben wir hier den Protagonisten aus Prototype. Nagel. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der wirklich heißt. Aber naja. Okay, reingreifen. Toilette suchen. Hab die schon wiedergefunden. Was ist denn das? Ach, ein Zahnrad. Oh, greif zu. Ja, ich weiß, es tut weh. Aber da müssen wir beide durch. Tut mir leid. Muss ich da noch was suchen? Nein. Nein. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Also gleich treffen wir auf den Typen, der unseren Ruf zerstört hat. Da bin ich mal gespannt.
Da ist er. Du hast meinen Ruf zerstört. Was fällt dir ein? Naja. MC. Ja. Moment, ist das vielleicht irgendwie ein Hinweis oder sowas? MC. Merken wir uns mal. MC. Wir gehen jetzt mal hier durch, aber auf den Boden gucken erstmal. Okay, ist nix. Aber hier sind schon wieder diese Dynamit. Schnurren. Das heißt, wieder auf Zeit irgendetwas. Taschenlampe. Ich habe doch schon eine. Na egal. Taschenlampe. Tischlampe auf ihm. Ach, okay. Und jetzt kann ich damit zuhauen. Aber ich möchte meinen Baseballschläger lieber haben. Wo ist der denn? Da ist er. So, das Rätsel machen wir jetzt. Machen wir mal, wer ist denn jetzt? Ah, Ips. Ah, gut. Geschafft. Machen wir mal A. So. Und jetzt B. Und jetzt X. Und voll daneben. Und A. Und oh. X. Ja. Heilung ist immer gut. Ein Tonmann, okay. Melissa, solltest du den Test, den ich Detective Tapp gestellt habe, überleben, hast du die Wahl. Bleib bei ihm. Vergib ihm und ihr beide könnt einander helfen. Wenn du ihn verlässt, wirst du ihn nie wiedersehen. Was das bedeutet, musst du schon selbst herausfinden, meinst du, oder was? Nagel komplett, okay. Okay. Auf den Boden gucken, Glasscherben oder sowas? Nein. Gibt es hier was? Nein, auch nicht. Okay. Gehen wir mal hier lang. Nein. Hoch oder dadurch? Schielen wir mal um die Ecke. Oh, da liegt jemand, oder? Liegt da jemand? Das ist ein Nein, das ist ein Stein. Ah, oh, da oben geht hier wieder jemand lang. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Ja, wir gehen mal hoch. Ist das gruselig. Was, hallo? Du bist... Oh, wow. Komm her, komm her. Okay, komm. Mittlerweile habe ich es ja gelernt zu kämpfen. Los, komm her, komm her. Komm runter. Und jetzt erstmal ausweichen. Und... Bam. Und jetzt irgendwie... nein, doch nicht. Au, 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 au. Okay. Das hätten wir dann. Ich nehme jetzt diesen Schläger. Ach, der hat nichts. Hm. Hier geht's nicht weiter. Die Musik läuft immer noch weiter. Vielleicht kommt gleich noch einer. Ah ne, jetzt ist sie. Nee, doch, jetzt ist sie weg. Okay. Nagel, okay, machen wir. Ich setze das mal einfach mal jetzt so. Und das so. So. So und. Ne, das ist schon mal falsch. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich mach's jetzt mal so, vielleicht ist das ja richtig. Ne, das kann gar nicht richtig sein. Das muss dann... Das muss der hier sein. Ne, das muss dann so sein. Hm, hatte ich das nicht eben? Nein, oder? So. So. Ah, da haben wir's. Wey. Was ist das, eine Lampe? Was ist hier drin? Eine Sicherung. Wow. Okay, war eine gute Idee, hier hochzugehen. Und... Oh, ich dachte, da steht jemand. Wow, wow, wow. Okay. Nein, da lang. Erstmal auf den Boden gucken. Ist da was? Nein. Aber ich glaube wirklich, wenn Ratten irgendwie auf dem Boden... sind, also durchlaufen, dann heißt es, da ist irgendwie eine Falle. Von anderen Rätsel verriegelt, okay.
Da kann ich was kaputt hauen. Ah, wir gucken mal hier rein. Ah, okay, ist verriegelt. Gut. Heilen wir uns mal. Zur Sicherheit. So. Glasscherben? Sind das Glasscherben? Nein, oder? Nein. Kann ich die Tür schließen? Steht da was? Nein. Ah, da ist ein Bändchen, oder? Habe ich es gesehen? Ja, da ist ein Band. Aber ich möchte es entschärfen. Ich möchte jetzt nicht reinrennen. Vielleicht muss ich erstmal hier durch. Dann von der anderen Seite. Wer ist da? Was? Kommt jetzt hier? Oder wo? Ich höre ihn reden, aber verdammt, wo kommt er jetzt her? Verdammt. Kann ich ihn noch nicht entschärfen? Doch. Entschärfen wir mal. Wer ist da? Kommt er jetzt? Na komm her! Na komm her! Hey! Hey du! Ja, ja. Ich schrei ihn nicht die Wand an, sondern folg mir. Komm her! Oh. Oder schleichen wir uns an und geben ihm einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf. So, und wir rennen weg, ganz feige. So. Rohr aufheben. Rohr? Ja, ich nehme mal das Rohr. Kann das Rohr eigentlich kaputt gehen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Tür entriegeln, okay, machen wir. Sicherheit. Einkaufswagen suchen. Hab ihn. Okay, gut. So, bevor wir hier jetzt weitergehen, mache ich jetzt wieder eine kleine Aufnahmepause und machen auch gleich sofort weiter. Bis gleich.